Aber die haben vorher nicht gesehen, wer da jetzt gehockt ist, oder? Mhm, ich bin schon ein bisschen nervös. Melanie fucking Winiger jetzt gerade in diesem Studio gewesen, bei unseren Kollegen von Sikora Gisler, heisst es richtig, dem Fußballbauer-Podcast. Die haben gerade vor uns aufgenommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und es schmeckt jetzt wirklich noch ein bisschen nach Star. Also, oder? Nach altem Schweiß und so. Also, es ist, also sind wir, bleiben wir mal ehrlich. Ist einfach, ich habe sie nicht erkannt. Ich habe Melanie Winiger nicht erkannt. Ich habe sie angeschaut und gedacht, ich kenne die von Sbo, aber ich wäre nicht drauf gekommen, bis es jemand gesagt hat. Zum Glück bin ich da. He? Ja, geil. Der gute alte Promi-Experte David Beuri. Wie geht es der Melanie Winiger? Was läuft bei ihr noch im Leben? Ich habe die Glückspost von diesem Monat noch nie bekommen. Wegen dem kann ich dir die Frage nicht. Noch nicht so genau beantworten. Ja, hättest du direkt fragen können. Dann hättest du gerade so aus erster Hand. Ja, aber sie hat jetzt relativ entspannt gewirkt. Hättest du können sagen, Melle, du altes Haus, was läuft bei dir? Ja, hätte ich... Pack mal aus. Ich habe mir gerade noch überlegt, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe schon mal irgendetwas gedreht mit ihr, aber ich habe vergessen, was. Wegen dem kann ich irgendwie jetzt keine Referenz drauf ziehen. Aber ich glaube, sie ist eine sympathische Person. Sympathischer Mensch. Aber schau, wir müssen uns ja jetzt nicht am Fame von anderen hangeln. Wieso habe ich ein Haar auf der Nase? Warte mal, scheiße, das funktioniert gar nicht so. Wieso musst du immer sagen, wenn irgendetwas mit dem Körper nicht gut ist und dein Körper komisch ist? Es ist nicht so ein Haar aus mir raus auf der Nase, doch, das habe ich auch. Aber das, was mich gestört hat, ist ein fremdes Haar. Vielleicht ein Melanie weniger ein Haar. Es macht es einfach nicht besser. Es macht alles nicht besser. Ich habe mich, glaube ich, wirklich nicht so gut benommen. Also nein, du bist wirklich auch wieder hinterletzt. Du hast wirklich nicht verstanden, wer gerade vor dir steht. Was hast du gesagt? Sag doch gerade deinen Spruch Witz. Nochmal. Innerhalb von diesen 3 Sekunden, wo wir hier reingelaufen sind, hat er einen besoffenen Witz gefallen. Er hat umgekampelt von ihrem Backdrop, wo sie ihre Fotos machen für das Ding. Hat er irgendeine dumme Pose angelegt. Ich habe gesagt, ja, kommst du hier mal her? Oh, mach doch auch ein Foto. Ja, und dann habe ich gesagt, Schichtübergabe. Und dann, ihr könnt vorlegen und wir lachen ein. Genau. Und alle, ich kann eine Fußballreferenz machen und es hat niemand checkt. Nein, wenn du ein Fußball. Ja, aber nicht, wieso checken sie es nicht? Tom Gisler ist doch cool. Der weiss doch irgendwie, wenn ich irgendetwas Lustiges sage. Ja, aber wie willst du auf das reagieren? Das ist wirklich schwer. Und dann ich habe ja da dann, und ich bin als Letzter rein, ich habe euch jetzt hier reingeschücht. Und Jenna so in der Mitte, die gar nicht checkt, was irgendwie hier gerade abgeht. Und dann, als ich die Tür zugemacht habe, flüstert Melanie weniger im Tom Gisler und so. Wer ist jetzt das gewesen? Nein, sicher nicht. Hat sie gesagt? Gemacht? Nein! Sicher? Nein! Sicher? Nein! Ich weiß nicht, wer ich bin. Yes! Hättest du das wirklich gemacht? Oder? Ja! Wirklich? Hat er das nicht gehört? Nein! Oh, ich meine, ich sage es jetzt noch einmal so, dass es so, wir so auf Band haben. Nein, ich habe innerlich an meinen Jokes gelacht. Nein, sie hat wirklich gesagt. Das ist aber gut, sie wollen wissen, wer wir sind. Ja, das ist doch gut, ja. Und was haben sie denn gesagt? Die anderen zwei müssen auch. Da habe ich schnell zugemacht. Ich weiss jetzt auch, wieso das Studio von innen kannst abschliessen kannst. Wahrscheinlich machen wir das heute. He? Das kann man dann wenigstens noch, den Podcast in Ruhe aufnehmen. So, aber haben wir meinen Celebrity-Moment von dieser Woche auch. Du bist aber auch ganz, schau mal, also ganz komisch angelegt heute. Schau, du bist ja normalerweise immer sehr angenehm stylisch gekleidet. Heute hat der Matthew einen Pulli an, wo ein Fisch Velo fährt. Mhm. Da muss ich jetzt sagen, look. David Möri, so ich glaube jetzt mal nicht, wer im Glashaus hockt. Sollte nicht mit den Ziegelsteinen umeinander. Jenna. Sollte wirklich nicht mit den Ziegelsteinen umeinander schmeißen. Weil ich finde, wie so. Schwierig. Wer ist letzte Woche mit einer Moderatorin verglichen worden? Ich sehe den Punkt. Grundsätzlich sehe den Punkt, aber also, so einen Pullover hätte ich jetzt gescheiter hängen lassen. Ich finde den Pulli easy geil. Siehst du? Ein Fisch, der Velo fährt. Ja. Was will noch mehr? Fische schwimmen eigentlich nur. Jetzt aber er hat eine ganz Velo. Schlechte Haltung auf dem Velo. Hast du gesehen, wie du rumlaufst? Du hast auch eine ganz schlechte Haltung. Nein, ja, also, komm mir nicht sagen, wie die Haltungen von Körper sind. Ich laufe hier mit euch hier vorher vom Büro hier abends ins Studio. Die 150 Meter und dann wird ich gewalkshamed. Ja, es klingt im Fall wirklich so wie ein alter Vater. Ja, ein absoluter Vater. Also wirklich, wo sich bei jedem Dritt lässt er sich wie fallen, weil er wie nicht mehr. Und dann tut er sich aber wieder aufraffen, das ist für den nächsten Schritt, und dann lässt er sich wieder fallen. Und so tönt es wieder bäbäm, bäbäm, bäbäm. Und dann muss ich wie so sagen, ey, schau, das so läuft man nicht.
Willst du mich jetzt anlehren, wenn wir es geht neu laufen? Ja, es geht und dann hast du einen Bandscheibenvorfall und dann fällt man wieder raus. Und wer ist dann wieder da? Jenna und ich, wir müssen eindingseln. Und so läuft das jetzt in den letzten 3 Monaten. Irgendjemand von euch glühen, ist wieder krank, geht um, hat Operationen. Wer im Fall wirklich einfach immer da hockt, sind Jenna und ich. Und dann heisst es immer, wir haben so einen ausgedingsten Lebensstil. Und Sachen. Das ist unsere fucking Work-Life-Balance. Ja! Weil ihr da immer irgendwelche unter dem Messer sind und irgendwie euch Sport machen und ich weiss auch nicht was. Ja, und wir sind halt wenigstens am Schluss, am Ende vom Leben, wenn wir im Altersheim sitzen. Gestern Montag sind 4 Leute krank gewesen. 4 Leute? Das ist fast 50% von der ganzen Belegung. Einfach zack, boom, gone. Sag mir, ich bin ja da gewesen. Ja, aber du lässt dich okay wie ein Vater. Und ich wollte nicht, dass du nächstes Mal noch da bist. Es ist jetzt vorbei, es ist jetzt ein anderer Chef da. Es ist jetzt vorbei mit Larifari, macht was ihr wollt. Ihr habt am Montag hier zu hocken. Fertig. Jetzt ist ein rauer Wind. Oh. Okay. Ja, ist gut. Ich verstehe da den Rösti, der da will halbieren. Ich kann da auch, muss ich doppelt einfordern, wirklich. Gut. Deine Geschichte. Wir kommen vorwärts. Jetzt müssen wir machen, geliefert werden. Weißt du, die Leute müssen etwas bekommen fürs Geld. Das stimmt, ja, klar. Absolut. Also. Ich habe mir Mühe gegeben mit Sachen erleben und habe mich eigentlich letzte Woche vor allem einfach an dich gehängt und dann hat es funktioniert. Das Problem ist einfach, der Möri, wir haben einfach, glaube ich, nonstop alles zusammen gemacht. Ja. Das ist auch so eine komische Work-Life-Balance, die ihr da habt. Wieso? Wir sind einfach befreundet. Ja, das ist super. Wir haben wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich finde es auch lustig, weil ich finde so, der Matto in der Büro 4 Wand ist ganz ein anderer Matto als der private. Ja, hoffentlich. Und immer wenn wir nach dem Arbeiten irgendwie noch etwas zusammen unternehmen und uns eigentlich dauerhaft sehen, dann finde ich den Übergang viel schwieriger. Also wenn wir uns schnell nicht sehen, auch vielleicht nur für eine Stunde, und wir dann wieder aufeinandertreffen, dann ist es wieder eine ganz andere Situation. Welchen Matto findest du besser? Oh, der Privat. Ja, definitiv der Privat. Alles andere war jetzt falsch. Alles andere war... Nein. Dann habe ich aber auch alles richtig gemacht. Und was ich heute erzählen möchte, ist gerade von eigentlich mehr oder weniger 2 Erlebnisse. Und zwar bin ich zusammen mit Matto gestern im Kino gewesen. Und das ist grundsätzlich ein schöner Anlass. Nur gestern ist es, ich hatte ein bisschen mehr zu kämpfen in dem Kinosaal als sonst. Ich bin aus der Komfortzone gewandert mit meinen... Also, das ist ein Kino, das ist kein Hahnenkampf. Nein. Das ist nicht etwas, wo du musst... Also hast du gewusst, auf was dass du dich einlässt? Hey, eben nicht so recht. Nicht so, also doch, ich habe es dann schon gewusst, aber ich habe wie zu spät, ich habe so wie so eine Stunde zu spät nach dem Trailer gegoogelt. Weil der Matthew hat mich einfach ins Kino eingeladen, haben wir den Filmtitel geschickt, habe ich den ganzen Tag geschafft und dann habe ich gewusst, ich muss um 8:30 im Kino sein und dann bin ich, auf dem Weg ins Kino, habe ich eigentlich den Plot noch schnell gegoogelt, einfach, dass ich es ein bisschen checke, um was es geht und den Trailer geschaut. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das früher gewusst hätte. Wir sind einen Horrorfilm geschaut. Wie heisst er? Das letzte Omen. Das erste Omen. Oh, the first Omen. Das erste Omen. Das klingt schon ein bisschen gruselig. Hey, wirklich. Ich würde dich mitnehmen auf die Gruselreise. Weil, Spoiler, ich habe noch nie einen Horrorfilm im Kino gesehen vorher. Das ist mein erster Horrorfilm. Aber etwas, was du wieder auf deiner Liste kannst abhökeln von Sachen, die David Möhrig muss gemacht haben. Und wir haben es nicht mal gewusst. Wir haben immer gewusst, dass es noch gemacht werden musste. Verstehe ich aber voll. Horrorfilme im Kino ist so, du siehst die gruseligen Sachen in überdimensional gross. Das ist wie noch, geil. Wenn jemand schreit, dann schreit er direkt ins Ohr. Aber du hast nicht gerne die verschrecken. Ich stehe auch nicht so auf Horrorfilme. Wirklich? Mm-mm. Ich hatte den Kitzel aber schon noch geil. Also wenn du wirklich so eine ganze Reihe einfach mal so kollektiv zusammen... Ich habe Albträume von X-Faktor gehabt. Also was? Ich bin sehr sensibel. Aber der Möhr hat sie wahrscheinlich Albträume von Bingo gehabt. Das ist wirklich so... Hey! Ja, natürlich. Aber die eine Folge ist im Fall also wirklich schlimm. Nein, also Entschuldigung, nur ganz kurz. Und übrigens eine spannende Geschichte zu dieser Folge. Und zwar gibt es eine Folge, wo der Pinguin einen Albtraum hat. Es gibt eine Folge, wo dann der Pinguin einen Albtraum hat und dann fährt sein Bett davonlaufen. Und dann läuft er mit seinem Bett so aus dem Iglo raus. Und dann ist sein Freund, der Robby, wird so gross und frisst, wird ihn so fressen und so Scheiß. Hey, Schweizer Fernsehen, damals, das Schweizer Fernsehen hat ja damals die Pinguins produziert. Sie haben müssen die Folge aus dem Programm nehmen.
die Folge kann man nicht mehr schauen und man darf sie nicht mehr ausstrahlen. Alle Kinder so terrorisiert sind von dieser Folge. Die sind traumatisiert. Entschuldigung, traumterrorisiert. Ja, vielleicht findet ihr noch die eine oder andere Szene aus dem Pingu, aber das ist im Fall wirklich heute noch Hühnerhaut. Das ist doch das Gleiche wie die Ren & Stimpy Show. Das ist früher auf Nickelodeon gelaufen. Das ist etwas, was man als Kind geschaut hat. Und irgendwann hat es geheißen, okay, das ist ab 18 eigentlich. Es ist ein cool, der grosse Gump. Ja, das ist ein riesen Gump. Ja, und wir haben eine Wanderung gemacht, Matt und ich. Im Internet haben wir nach Wanderrouten gegoogelt und dann haben wir unsere profiligen Schuhe angelegt und sind, also ich habe die profiligen Schuhe angelegt. Ich habe einfach die Schuhe angelegt, wie immer. Mhm. Also, und live. Und dann, also Schuhe sind Schuhe. Ja. Habe ich den Matthew beobachten auf einer Wanderung, ich habe den Matthew noch nie gesehen wandern. Da möchte ich gerne meine Beobachtungen teilen. Ah, sehr gut. Wie der Matthew dort wandern. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, dass wir ein bisschen mehr Selfcare machen. Aha, finde ich auch. Gehen wir ein bisschen raus. An die frische Luft. Genau, und weil ja das Wandern erleben. Des Müllers Lust ist, haben wir gedacht, dann ist das sicher auch des Bündners und des Meures Lust. Das stimmt. Ja. Selfcare und Wandern würde ich jetzt nicht in einen Topf schmeißen. Schmeißen? Schmeißen? Warfen? Ja, alles ist egal. Ja. Ich sage es einfach so und es stimmt, soll ich sagen. Ich habe Selfcare gemacht, muss ich sagen, das Wochenende. Ich bin nie in den Ausgang gegangen. Hä, aber Ausgang ist doch dein Selfcare. Aber ja, ich habe mal etwas Neues ausprobiert. Und ja, es war also ein komisches und wie Wochenende. Denn, wie ist denn das für dich aufgegangen? ich habe schon ein bisschen Daydrinking betrieben. Ausgang, da ist immer die Frage, ab wann zählt ein gesellschaftlicher Anlass als Ausgang und ab wann ist es etwas anderes? Ja, ich habe auch Selfcare gemacht. Geht's dir gut? Hey, mal. Oh, es tönt jetzt so ein bisschen, also nein, das ist auch mal gut gewesen. Es ist eine lange Woche. Ja, du musst nur anrufen, dann können wir eine Zugverbindung raussuchen. Ja, vielleicht hängen wir das auch wandern. Wirklich im Fall. Ich bin unsicher, ob wir das zu Selfcare zählen. Ich bin dafür gerade Ping-Pong spielen ganz viel. Ja, dir geht es wirklich nicht gut. Ja, wirklich, das ist... Ich finde aber Ping-Pong spielen etwas recht Gutes. Mhm. Ich finde es auch cool, so zwei Runden. Und dann habe ich es so gesehen. Aber ich finde es schön, hast du dich auch, ich sage jetzt mal, aus deinem natürlichen Habitat rausbewegt. Absolut. Und hast die Ping-Pong-Tisch eingeweiht. Ich habe sogar das Foto gesehen und ich glaube, ich weiss sogar, was ist. Das wäre schön. Genau. So, aber nur ein Ping-Pong-Tisch zu ganz Bern. Ja, mir ist gerade eine Geschichte in Sinn, die ich die Woche angemacht habe, wo ich gar nicht wirklich mit euch vorbesprochen habe. Und zwar bin ich noch im Tierspital gewesen. Ui. Eine sehr lustige Geschichte, die ich auch noch erlebt habe. Oh ja, du. Ja. Du meine Güte. Ja. Okay. Hast du wieder müssen impfen? Nein. Egal. Ausnahmsweise bin nicht ich es gewesen. Aber es ist, es ist wirklich... Ich finde im Fall so, die Leute, die im Tierspital arbeiten, man tut die ja immer so, glaube ich, unter den Ärzten und Ärztinnen sind die Ärzte, die man belächelt. Die Zahnärzte sind es doch, oder? Nein, ich glaube, die Dermatologen sind besonders, wenn man mit Scrubs geht. Stimmt, und dann, das sind Hautärzte, gell? Hautärzte sind besonders. Ja, aber die haben auch so. Aber ich glaube, die Ärztin werden dann auch belächelt. Und eigentlich müssen die jetzt, das wissen ich glaube, die Menschen, die müssen genau das gleiche Studium machen wie normale Ärzte auch. Es ist ja eigentlich fast, also es ist ja dann nur noch ein bisschen schwieriger. Noch andere Biologie halt. Ja, und du kannst nicht fragen, es gibt dann immer Antwort und fragst, wie geht's dir? Ja, aber das ist chillig. Tierärzt ist, glaube ich, der Beruf mit der höchsten Selbstmordrate. Was? Kommt darauf an, welches Tier das musst du behandeln. Aber ist denn das nächste Selbstmord? Ja? Nein, weil es eben so schwer ist, weil du hast ja nicht nur das Tier, das stirbt vor, also nicht wegen dir, aber bei dir, sondern auch noch die Besitzer. Ja. Wo die mit den traurigsten Augen anschauen, was, meine Katze, aber nein. Ja, ich stelle mir es mega schwierig vor der Prüf. Ja. Sehr gut. Dann habe ich einen lustigen Dreh diese Woche. Und zwar habe ich den Till, der ja normalerweise bis jetzt schon Hauptrollen hatte. Also er war die Leiche in unserem französischen Tatort. Er war das Alien in unserem Alien-Banger. Er ist das erste Mal vor der Kamera und hat auch Text. Und lebt. Und lebt noch. Also ja. Wir haben ihn langsam an die Hauptrolle angeführt. Der Juwel Till Widmer habe ich endlich... Ich bringe den jetzt gross raus. Super.
Er ist ein Drogendealer. Und ich habe mit ihm gedreht. Und ich habe mit ihm noch ein bisschen über das reden. Was haben wir sonst noch gehabt? Und welche Rolle hat er gehabt? Ein Drogendealer. Aha. Aha. Ah, jetzt, ah, gut. Aha, er hat dann auch gespielt. Gut. Ja, das ist nicht nur sein Side-Hustle. Aha. Also eigentlich bin ich mit ihm mit versteckter Kamera schauen, was er nach dem Arbeiten so macht. So einen Tag gemacht. Im Leben vom Till. Ich habe einen Doc gemacht. Sehr ja. Gut. Und was haben wir noch gehabt? Ich habe ein massiv unangenehmes Gespräch mit meinem Nachbar gehabt. Ja, das haben wir. Also wie ist es um die Waschküche gegangen? Nein, es ist um wenn ich es jetzt erzähle, dann ist ja schon alles. Es war unangenehm und es war ein Grenzüberschritt. Oh Gott. Oh Gott. Aber nicht über mich. So, also, es ist noch okay, aber doch nicht okay. Ja, ich soll nicht erklären. Ja. Also, ja. Gut, wir reden darüber. Das ist ein Debriefing 404 Podcast mit dem David Möri, der Jenna Mächtri und mit mir. Dem Matthias Bündner. Ich habe extra. Oder Matthias Bündner, wie hast du letztes Mal gesehen? Nein, ich habe mir das extra Vornamen schnell. Hast du nochmal aufgeschrieben, hast du geübt? Hatte ich nochmal schnell im System gesucht, wie du nochmal heisst. Danke vielmals. Wir reden über unser Leben, wir reden über Debriefing. Nein, nicht über Debriefing. Debriefing 404 heisst ja unser Podcast. Genau. Wir reden über Studio 404. Das ist. Dort, wo sich normalerweise Jenna in ihrer Freizeit abschießt und sich das aus Arbeitszeit aufschreiben kann. Das ist ein guter Arbeitstag. Wenn du wüsste, um was es geht, dann kann man schnell bei YouTube reinschauen. Das lustige Video von der WIMES, wo wir schon ein bisschen besprochen haben. Und natürlich, wenn du uns gerne hast und uns liebst für das, was wir machen, dann gib uns so viele Sterne wie möglich bei allen Plattformen. Du auch uns Fragen schicken, das kann man bei den Plattformen auch machen. Wir sehen das und haben ganz fest Freude. Mhm. Habe ich alles gesehen? Ja, ziemlich. Gut, dann let's go. Debriefing. 404. Drei Dullis, viel zu tun, null Bock. Also, Grenzüberschreitungen. Du tönst heute ein bisschen wie eine Excel-Tabelle, sorry. Du bist mir so ein bisschen zu fest organisiert heute. Aber Grenzüberschreitungen. Ich wollte dir einfach schnell feedbacken. Ich finde es wichtig, dass man auch vielleicht während der Folge mal etwas sagt, weil ich habe Angst, dass du mir so ein emotionales Produkt, wie wir jetzt hier liefern, Woche für Woche, dass du mir das zu fest durchproduzierst. Also was bist denn du, Wordart? Hat dir jetzt so einen schönen Übergang gefallen? So? Ja, du bist mir einfach so ein bisschen... Alter Mann, ich habe heute Morgen um 8 Uhr einen Call mit der fucking GL von SRF. Logisch bin ich in Excel-Tabelle. Was hast du das Gefühl? Ja, ich hatte dich jetzt nur schon vielleicht aus dem... Es ist jeder so Larifari wie du und so... Matt, ich hatte dich nur... Es gibt auch Jobs in diesem Unternehmen, wo klein münd wirklich ein bisschen organisieren. Weißt du, wo man etwas muss überlegen muss? Ich verstand deine innere Unruhe, wenn du so hast müssen spuren für ein Produkt, das dir vielleicht persönlich nicht zusagt oder deiner Kreativität nicht entspricht. Das Produkt ist GL. Stell dir so vor, du bist jetzt so ein massiv grosser Tanker in einem relativ engen Kanal und ich kann nur sagen, du gehst mir ein bisschen zu geradeaus. Jetzt bin ich so ein, stell dir jetzt kurz vor, ich bin so ein kleines Zugschiffli, weißt du, wo ein bisschen schaut. Das Zugschiffli? Ich weiß nicht, was ein Zugschiffli ist. Das sind die kleinen Rangierschiffli, die dann an dem grossen Tanker hängen. Und ich habe jetzt ein Seil an dir angemacht und ich tue dir ein bisschen helfen, ein bisschen hin und her fahren, dass alles ein bisschen gemütlicher wird. Dass alles ein bisschen, dass du vielleicht noch ein bisschen links am Ufer kannst schauen und rechts am Ufer. Ich kann nur schnell das Feedback. Wir können jetzt weitergehen zu dieser Geschichte von dir, Jenna. Weil mich nimmt es auch sehr wunder, was du für ganz komische Sachen mit deinem Nachbar besprochen hast. An dem Wochenende, wo du ein bisschen besoffen gewesen bist daheim. Das war jetzt ein schöner Monolog von dir. Ich kann nur schnell kurz Matto Feedback geben. Auf seine Laune. Was ist auch das Verhältnis mit allen Nachbarn? Ich habe sie noch nie gesehen, sie ist wahrscheinlich gestorben. Ich hasse sie. Hat man gar kein Verhältnis mit den Nachbarn? Ich habe noch nie jemanden nicht gehasst. Also die Leute, die ich im Fall wohne, jetzt im Moment, das sind glaube ich die assigsten Nachbarn, die es gibt. Wirklich. Die machen nichts. Das haben sie im Fall auch über dich gesagt? Nein, wir haben eine gemeinsame Waschküche. Mhm. Kann ich sich das ein bisschen komisch sagen. Waschküche? Ja, Waschküche. Wir können es auf und dann gibt es ja einen Tumblr. Wie man sagt, Tumblr in der Schweiz. Tumblr. Und der ist über Wochen hat er nicht richtig getrocknet. Und immer hat er während, also nach der Hälfte von der Zeit, hat es einen riesen Alarm abgegeben, weil es überhitzt. Und das hat einfach niemand interessiert. Und mich hat das sehr gestresst, weil die Wäsche war einfach immer noch feucht gewesen. Und immer, wenn ich hergekommen bin, hat es einfach
immer sehr laut aus dieser Wäschküche rauspfiffen. Und wie ich halt so bin, dann gehe ich halt schnell oben dran zu meiner Bedienungsanleitung, hey, was kann man machen? Hey, man muss einfach schnell den Filter raussaugen, also nicht nur putzen, sondern saugen, und dann geht es wieder. Und ich finde das assi, dass es einfach irgendwie 3 Wochen einfach niemand interessiert. Mhm. Und ich muss die ganze Zeit muss ich irgendwie so Sachen machen, wo einfach so... Es ist immer über so, als wärst du der Hausabwart. Als wäre ich der Hausabwart, und es interessiert einfach niemand. Und ich hasse es. Ja, sehe ich. Darum, ich hasse alle meine Nachbarn. Okay. Wir haben aber in unserem Haus so ein bisschen engeres Verhältnis. Also ich kenne ein paar Nachbarn sehr gut und somit wie also gar nicht. Und somit sind auch ich und uns einfach gerade sehr schnell. Und da ist eben einer, der neben mir wohnt, was sehr ein komischer, älterer Typ ist, der seine Wäsche sticht einfach immer. Aber das ist eine andere Geschichte. Also aber vor dem Waschen oder nach dem Waschen? Hä? Immer wenn er vor mir wascht, habe ich die Wäsche nie unten auf in der Waschküche, weil ich Angst habe, dass seine Bakterien auf meine frisch gewaschene Wäsche kommen. Ja, das macht es schon so ein bisschen komisch. Wie viele Leute wohnen denn bei dir im Haus? 2, 3, 4, 5. Ja, aber es sind so 6 Wohnungen. Okay. So. Also es ist wirklich sehr klein. Ja, ist schön klein. Ja, auf jeden Fall, der hat sein Fenster da, wo meine Katze in und uns geht, in meine Wohnung. Und der also deine Katze muss über ihm seine Wohnung ins Haus? Nein, aber sein Fenster ist wie eigentlich gerade neben dem Eingang von meiner Katze. Mhm. Ja, weil es halt nebeneinander 2 Wohnungen sind, ist so etwas nebeneinander. Auf jeden Fall geht meine Katze halt, wie neugierig wie sie ist, sie auch in seine Wohnung ein. Ich habe mir von Anfang an gesagt, hey, lass ich bitte nicht eh, weil, ja, ist halt ein bisschen blöd. Und dann habe ich auf das Mal so gefunden, dass so Tonbixen auf dem Boden vor dem Eingang so sind. Und dann habe ich mich so gefragt, so, gedacht ich der meiner Katze zu essen? Ich weiß auch nicht. Und dann bin ich so heimgekommen und da war er vorne am Räuchern und meine Katze empfängt mich eigentlich fast immer vorne irgendwo an der Straße und läuft dann mit mir heim. Ja, das ist ein herziger Mensch. Das ist wirklich mega herzig. Ja, dann läufst du mit mir heim. Ja, die will nur das Essen von mir. Nee. Nein, du musst ja nicht so weit denken. Nein, sie findet dich super. Ja, sie findet dich super. Ich glaube, sie vermisst dich. In dem Moment wird sie dich jetzt vermissen. Ja. Auf jeden Fall läufst du mit mir dort zum Eingang und ich sage so Hallo und er macht so Hallo Eddie. Eddie ist der Name von meiner Katze. Hallo Eddie. Hallo Mensch. Also, das war immer so ein bisschen komisch gewesen. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall, hat er gesagt, er zieht uns. Und dann habe ich mit ihm geredet, so, ja, was ist denn so, einfach ein bisschen freundlich sein. Und dann hat er mir einfach so gemeint, so, ja, jetzt kann der Eddie nicht mehr auf mein Bett heimkommen schlafen. Was? Und ich bin einfach so daneben so gestanden, so, ja, also, das ist auch nicht das Ziel oder der Zweck. Das, hä? So, stopp, das ist meine Katze. Meine Katze hat nichts dir in dein Bett zu schlafen. Und nachher kommen natürlich die grusigen Bilder in meinen Kopf. Du bist natürlich mega eifersüchtig gewesen. Ja, aber ich eifersüchtig. Aber das ist der stinkige Wäschnachbar. Das ist der stinkige Wäschnachbar. Ihre Katze, hast du das Thema nicht begriffen? Ihre Katze ist auf die stinkende Wäsche vom stinkenden Nachbar pennen. Und dann kommt sie nachher in die Wohnung aufs Sofa liegen mit den stinkenden Bakterien auf dem Körper und dem stinkenden Ton in der Fresse. Er schaut meine Katze mit Ton aus der Dose in seine stinkende Wäsche. Das ist so ein Grüssel. Und meint, ja, jetzt kommt der Eddie nicht mehr zu mir schlafen, mein Bett. Das ist schon sehr wüst. Ich finde, das ist eine Grenzüberschreitung. Die arme Katze. Bei der Katze hört es auf. Da hört man den Gespass auf. Die weiss doch nicht. Und wow, nachher macht er da grusige Sachen auf einmal mit meinem Kätzchen. Also, ich weiss auch nicht. Gut, so weit. Das sind natürlich jetzt nachher meine Fantasie, die mich überkommen hat. Ja, aber du weißt jetzt auch nicht genau, wo der Eddie sonst überall den ganzen Tag ist. Ah, das ist ja mir auch gleich. Umwälzt, was für irgendwelche verpestete Mäuse, dass die Katze frisst. Was ich, also weißt du, irgendwelche Kloaken rumscharren. Eben. Stimmt, es ist eine Stadtkatze. Es ist eine Stadtkatze, sie geht ja überall. Sie macht ja nur hässliche Sachen. Sie macht ja nur hässliche Sachen, genau. Und dann hört es bei den Stinkewäschen auf. Du weißt wenigstens voran, dass du bist. Ich finde es aber vor allem mal komisch, wie er mir das gesagt hat.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte er euch ein Smalltalk. Vielleicht ist es mit Möri, wenn er Smalltalk machen. Nein, das ist ein Smalltalk. Also wir basieren regelmässig so Smalltalk umgehen. Ja, das ist halt definitiv auch. Das ist halt definitiv. Vielleicht hätte er euch nett sein und zu ja, sagen, ich werde es mega vermissen. Und die Katze kommt manchmal. Und vielleicht hätte er einfach ein bisschen übertrieben und auch heiß gehabt. Also, ja, hoffen wir es mal. Also ich aber hoffe, umso besser zieht er jetzt aus, ja, ist das Problem froh. Ja gelöst. Sonst hättest du das ja noch 3 Jahre lang nicht gecheckt, dass das passiert. Ja, voll. Aber hast du nicht gemerkt, so am Wochenende, dass eine Katze nicht rum ist und beim Nachbarn ist oder so? Nein, gar nicht. Das ist aber der Tag durch. Keine Ahnung, wenn du schon ein bisschen... Über eine Woche bist du daheim? Ja, nicht immer. Dieses Wochenende war eine Ausnahme, weißt du? Wochenende ist doch Jen noch nie daheim. Ja, arme Katze, dann schau ich ein bisschen mehr auf die Katze. Die ist völlig verwildert. Meinst du, die geht sich gar streichen? Die muss bei Nachbarn sich durchfuhren und auf dreckigen Wäsche. Nein, die kommt schon. Mit dem Tierschutz an. Nein, mach das nicht. Gut, aber Ton zum Mittag, das ist schon geil. Schon geil. Das muss ich schon sagen. Ja, aber so geil. Was gibst denn du deiner Katze? Irgendwie so Budget-Zeug? Nein, das geht Katzenfütter mit der Katze vorne drauf. Dann glaube ich, alle Katzenfutter. Egal. Rüebli. Meine Katze, hast keine Hase. Aber Salat hättest du gerne. Eben, siehst du. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich habe das extrem komisch gefunden. Und wie hast du denn, also, was hast du denn nachher gesagt? So, ja, ich habe ihn komisch angeschaut. Und so, eigentlich sollte die nicht in deinem Bett schlafen. Und dann? Ja, dann hat er so gesagt, ja, die kommt halt einfach eher. So, okay, ja, dann tschüss. Nein, es war mir ein bisschen unangenehm gewesen. Ich weiß nicht. Aber jetzt noch schnell eine weiterführende Frage. Jetzt ist die Wohnung eigentlich quasi neben dir, ist ja frei. Ja. Bist du jetzt schon dran, Friends am akquirieren, dass du quasi jetzt... Ich brauche eine Wohnung. ...eine grosse Friends-WG macht? Jenna gerade, oh Gott. Nein, ich fand das schön, wenn wir nebeneinander würden wohnen. Hänge nichts dagegen, aber die Wohnung will ich dir nicht... Wieso hast du das Gefühl, die stinkt jetzt einfach für immer? Ja, für immer und ewig. Ah, die Wäsche, das eigentlich selber schmeckt, das ist wie ein alter Waschplatz. Frisch gewaschen. Schrecklich. Ja, aber man kann ja Wohnungen desinfizieren und neu streichen und so. Nein, die Wohnung war auch viel zu klein. Das okay. Ist so, das ist wirklich so ein ganz Mausloch. Ich habe ja auch eine spezielle Beziehung zu Wäsche. Es ist lustig, haben wir jetzt wieder 3 Wäschgeschichten. Du, dein Tempel funktioniert nie. Bei dir ist es auch gruselige Wäsche. Und ich habe letztens wieder so einen Gedanken. Ich habe ja ein schematisches Denken im Wäsche. Das habe ich auch schon mal ausgeführt, wenn ich muss Wäsche aufhängen, dass es funktioniert. Und mega schämen, dass ich wie eine Excel-Tabelle bin. Ja, jetzt in dem kreativen Prozess vom Podcast aufnehmen, finde ich das nicht passend. Aber sonst sehe ich den Punkt. Wow, das sind gewisse Aggressionen hinter dem Raum. Ja, nein. Was hast du echt gemacht? Nichts, nein, ich habe gar nicht, nein. Ich bin mit ihm gestern einen Horrorfilm schauen. Ah, das ist ja, das ist jetzt schlecht gelaufen. Ja. Aber nein, ich habe mir nur überlegt, so, ich habe letztens wieder gewaschen und dann so Wäsche aufgehängt, dann habe ich so gedacht, so, hey, egal was passiert, also egal, ob man irgendwie vielleicht noch auswandert in dem Leben oder irgendwie eine Familie gründet, einen neuen Job, also es kann eigentlich so viel passieren oder so viel verändern in deinem Leben, aber so waschen muss man eigentlich wirklich einfach ein Leben lang jetzt. Egal, wie es dir geht oder was um dich herum passiert, aber nein, das stimmt nicht. Das begleitet dich doch. Das stimmt nicht. Irgendwann hat man Menschen, die... Oder irgendwie, du, und das habe ich auch immer Angst bei dir, du trittst so einer Nudistensekte bei. Ah, oh, ja, dann ja. Brauchst du gar keinen. Und dann brauchst du gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Aber das ist ja dann... Ja, aber dann läuft es aber... Dann läuft es aber schon einfach gut. Ziemlich viel, ja, ziemlich viel in die richtige Richtung, wenn das so wie... Ich glaube, der David Möhrer wäre wirklich so ein bisschen... Mensch! Ja, einfach ja, mal so ein bisschen... Zeug und auch so Schneeballsystem. Ich glaube, er wäre sehr, sehr, sagen wir, empfänglich. Ja. Schneeballsystem gesehen jetzt auch, aber ja, kein Nudisten-Sekte. Ein Nächster kann jemandem komplett unterwerfen und sein ganzes Vermögen hinschiessen. Ja. David Möhrer, count me in. So 32 auf Guatemala. Ja. Und da nehmen alles, was ich und kann. Und dann hast du nachher irgendetwas aufbauen und dann so eine Kommune und dann kannst du dein Hütchen selber mit Holz zusammenbauen und aber trotzdem einfach alles abgeben. Man zahlt mit Arbeit. Ja. Perfekt. Oder? Und du wirst noch so richtig schön geführt und unterdrückt. Super. Ausgenützt. Ja, das ist nein, er braucht das. Ja. Also ausnützen, das ist ja eine Ansichtssache, weil du bekommst ja dann auch zu essen. Wer nutzt hier wer uns, ja. Ist die Frage. Ja, ich strebe schon ein bisschen zwischendurch, das sehe ich auch manchmal in der Ferien, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich strebe in der Ferien eigentlich auch meistens so ein bisschen nach möglichst wenig überlegen.
das ist auch mein, das ist auch immer mein Ziel in der Ferien. Ich will einfach nicht studieren. Habt ihr das auch? Bist du jetzt nur bei der Wäsche oder schon bei den Nudisten? Nein, grundsätzlich. Beides. Nein, aber habt ihr das nicht, wenn ihr, was ist eures, also anderes Thema, was, wenn ihr Ferien habt? Ich wäre jetzt gerne noch bei den David Möhring und den Nudisten gewesen, ganz also, ehrlich. Ich würde aber gerne nicht so gross überlegen. Ja, eben, ja. Das Beste, was kommt. Living my best life. Ja. Was ist euer Ziel, wenn ihr Ferien macht, so als Erholung? Was ist, wenn ihr möglichst viel erleben und sehen und einfach euch in Situationen hineinbegeben, die euch bereichern? Weil bei mir ist das nicht so, ich will einfach wirklich möglichst wenig studieren. Für mich darum gehst du einmal Velo fahren. Ja, weil du musst auch wenig... Du musst mega viel studieren. Nein, musst nur wo das fahre ich durch? Wo du ich übernachten? Links, rechts. Ja, das, genau. Das muss ich machen. Links, rechts. Und der ganze Rest... Ich kann am Abend ein Cremeli in mich, um meine Wädchen einschmieren. Nein, das mache ich doch alles nicht. Das mache ich nicht. Solltest du aber. Ja, ich weiss. Aber das habe ich dann auch meistens nicht überlegt. Ja, Jenna, was ist für dich das Ziel? Komm, ich bin da irgendwie versuchen, dass auch da irgendwie die alte Pumpe am Leben zu behalten. Das ist super, Podcast. Immerhin einer von uns. Mein Ziel in Ferien ist hauptsächlich, ordentlich brüt zu werden, dass ich im Sommer gut esse. Das ist auch wenig studieren. Ja, also was heisst wenig studieren? Also du musst ja schon am Morgen überlegen, okay, was machen wir heute, dass wir... irgendwie ist in Ferien. Es kommt immer darauf an, wo du in die Ferien gehst. Ja, das stimmt, ja. Gehst du an den Strand, dann easy bin ich mit dir. Schön wenig überlegen, mit Tänen und eine gute Zeit haben. Das ist schon geil. Städtetrip bin ich da ganz anderer Meinung. Du gehst auch wie Städtetrip, gehst du anschauen, Sachen, musst halt ein bisschen planen. Ah, wenn alles ein bisschen da ist, können wir alles da machen. Mhm. Dann gehen wir zum anderen Ort, ganz im Westen, keine Ahnung. Da ist halt das schon ein bisschen mehr Überlegung gefragt. Das ist auch irgendwie eine bisschen andere Form. Und ich finde, es kommt immer darauf an, was für eine Situation du in deinem Leben bist. Ja. Als Student und so, wo ich relativ wenig zu tun hatte, hatte ich wie Zeit, Ferien zu planen. Und wirklich auch Sachen anschauen und habe wie die Energie gehabt. Und jetzt, wenn ich einmal so nach einer Staffel Studio 404 so komplett abgecrackt bin, habe ich dann keine Energie mehr nach in den Ferien nochmal eigentlich den gleichen Job zu machen, den ich jetzt eigentlich viel im Arbeitsding gemacht habe, nochmal alles nochmal organisieren und schauen und machen. Und dann bin ich wie so, okay, ich will mich einfach nochmal am Strand liegen und labidieren. Warten bis zu untergehen, dass man wieder kann und Fisch noch Spiel bestellen. Ja, ich sehe es, auf das habe ich auch ein bisschen rauswählen. Also ich habe das Gefühl, ich bin da ein bisschen schief gepolt, aber das ist eigentlich nein, du bist bei anderen Sachen schief gepolt. Da ist alles richtig. Da ist alles im Griff. Ja, ja. Sehr gut. Also. Wie kommst du gerade drauf? Gell? Nicht, ich denke, ich hätte nächste Woche Ferien, aber weil der Phil da wieder ins Alt war, habe ich eben das Gefühl, kann ich eben nicht gehen. Also aber, willst du wirklich nicht in die Ferien gehen? Nein, ich würde eigentlich... Du willst eigentlich gar nicht gehen? Nein, nicht unbedingt so. Aber also, es ist okay, wenn ich würde schon etwas finden, um zu tun haben. Aber was hättest du denn geplant? Nichts. Das ist das Ding. Mhm. Gar nicht geplant. Ich wäre einfach mal... Soll ich dir eine Woche Europapark... Ich hätte eben, ich müsste noch ein Bild aufhängen daheim, aber das habe ich in 10 Minuten erledigt. Das kriegst du nicht eine Woche Ferien. Kann ich einfach vielleicht eine Stunde früher nach Hause. Das machen. Du brauchst nicht eine Stunde für ein Bild aufzeichnen. Mal, ja. Wenn du es gut anzeichnest und mit der Wasserwaage willst, dann also brauchst du vielleicht schon eine Stunde. Entschuldigung. Wie hängst du deine Bilder auf? Ja, nicht eine Stunde. Ein mit einem Nagel. So, was hast du noch auf der... Nein, ich hätte es dir gerne noch ein bisschen Ferien-Brainstorming. Ich finde Feriengespräche immer extrem gut. Das können wir schon machen. Also ich kann aber willst du jetzt gehen oder nicht? Ich bin so ein bisschen... Also wenn jetzt da ein gutes Brainstorming angelegt wird und ich plötzlich wieder Lust bekomme, dann... Eben, Woche Wasserpark im Europapark. Ich würde 2 Tage würde ich schon machen. Da in das Ding, es gibt so eine neu eröffnete Wasserwelt, wo vielleicht der Chlor noch nicht so blendet, die Augen, weil er noch frisch ist. Das wäre geil. Was wäre ein kurzer Städtetrip? Das fände ich auch gut, aber es so müsste... So ein bisschen Hop-on, Hop-off. Boah, das ist ja eh das Beste. Hop-on, Hop-off. Die Bus-Legende. Aber nur vorne, oben. Oder es ist, wenn ich dir in ein Surfcamp schicke. Das wäre auch sehr geil. Ist nicht zu früh jetzt noch? Weißt du, es sind nicht Frühlingswellen in Portugal. Neoprenanzug. Ja. Aber so einen, wo man, wenn man allein geht, dass man mit dem, mit dem langen Reissverschluss hinten, wo du selber kannst hinten aufziehen. Dass das nicht jemanden fragen kannst, du schnell helfen. Das ist mein grösster Horror beim Surfen. Oder wieso nicht so... Insel? Wie sagt man das, so mit dem Zug?
Ah, Interrail. Interrail. Ah, das habe ich mal gemacht. Einfach mal durch Russland. Das ist mir vielleicht das falsche Fallland im Moment, aber you do you. Wenn mit Interrail einfach mal... Aber du könntest einfach mal zum Beispiel mit dem Zug auf Schweden. Ja. Aber du musst halt einfach mega lange Zeit im Zug für die Welt. Ja, aber das ist auch die Ferien für... Das ist das, was für andere Leute Stress ist, ist für David Möri pure Erholung. Also von Zug... Ja, so einen Zugwaggon inspizieren von außen und von innen. Das kann ich schon einen Tag lang machen. Hä? Oder mit dem Zug auf London? Ja. London macht mich im Fall überhaupt nicht an. Ich check nicht, wieso Leute auf London wollen. Ich kann dir das sagen. Ich war gerade erst gsi. Das allererste Mal. Macht das Spass, London? Es macht richtig Spass, London. Du musst ein bisschen Sachen anschauen. So, das hast du an einem Tag erledigt. Und nachher kannst du dich einfach auf London einlassen. Du kannst gut essen. Ich bin eben, ich verstehe, ich weiß nicht. Da, wenn sie da die Pommes frites in das Zeitungspapier machen und dann einfach... Nein, du musst nicht Fish and Chips essen. Du musst auf Chinatown schön asiatische Küche geniessen. Ja, also schau, ich überlege mir das vielleicht bis morgen noch einmal ein bisschen genauer mit diesen Ferien. Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Tipp, wo man mir geben könnte für meine Ferien. Dass ich da vielleicht noch ein paar Ferientage los wird nächste Woche. Und dann kann ich nächste Woche berichten, ob ich weg bin oder nicht. Je nachdem, wie schneidend du weg bist, du. Also hast du das Gefühl? Was ist der Sinn von Ferien? Ja, das stimmt. Ja, gut. Du musst es aber noch eingrenzen, dass halt auch die Leute dir Tipps geben. Nein, weltweit. Weltweit, okay. Gut. Wir sind gestern ins Kino. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss David Möri wieder ein bisschen Du hast gerne Horrorfilme, Matt. Nein, ich habe so wie gefunden, also ich gehe wirklich einfach jeden Montag ins Kino. Das ist auch Teil von meinem Hey 2024 ist mein Self-Care-Programm. Und ich habe so gefunden, ich bin schon sehr lang, also mega lang einfach nicht mehr regelmäßig ins Kino. Du hast es ja so gerne gemacht früher. Mega fest. Und es tut mir gut. Und es hat geheißen, Matt, du brauchst Struktur. Das hat geheißen, also gut, es ist Kino Montag, aber jetzt habe ich einfach jeden Montag ins Kino. Und da hat es jetzt irgendwie halt von Arthouse-Filmen, von irgendwie auch, wir sind gut Dune schauen, Blockbuster. Also jetzt ist neu im Kino ein Horrorfilm das erste Omen. Und ich habe nicht dann auch im Nachhinein herausgefunden, es gibt schon 4 Filme von denen. Es ist ja, aufbauend. Nein, es ist eigentlich wie das Prequel, haben wir jetzt eigentlich wie geschaut, super. Von dem her easy. Wenn du nachher willst wissen, wie es weitergeht, David Möri, es gibt noch 4 Filme. Ich weiß es herausgefunden. Und ich habe glaube auch schon einen davon schon gesehen. Ah, wirklich? Ja, kann ich auch. Ja, so das letzte Omen, das ist doch so ein Klassiker, ja, oder genau. Nicht? Das sagt oder mir irgendwas. Das Omen eigentlich. Oder das Omen. Ja, 1976. Okay. Das habe ich nicht gewusst, dass es so viele schlimme Filme gibt von dieser Reihe. Und dann habe ich mich so gefragt, also gut, wenn ich jemanden mitnehmen will, dann der David Möri. Und ich habe mich so gefreut, weil ich bin auch schon ewig lange im Kino gewesen und ich mache das so selten. Und das letzte Mal, als ich das probiert habe, bin ich aus Versehen im Konzert von Taylor Swift gelandet. Ich so, fuck, Alter. Und dann im Konzert? Wie kann man ein Kino Besuch verkacken? Warte, gib mir eine Sekunde, ich schaffe es. Dann ist wirklich so, es ist in 2 Kinos gelaufen, in einem kleinen, mit kleinerem Screen, wo aber näher gewesen wäre bei mir, oder mit einem grossen Screen. Dann gesagt, hey, schau, David Möri ist dabei. Ich kann nicht in ein Kino gehen, wo es nur 4 Reihen hat. Mm-hmm. Das hätten wir auch daheim bei ihm beim Beamer schauen können. Ich muss mit ihm ins grosse Kino gehen. Da habe ich extra noch gewechselt, dass wir so auf dem grossen Screen schauen können. Aber auch auf Englisch. Ich habe gefunden, okay, wenn es Horror ist und er Angst vor Horror hat, dann versteht das wenigstens nicht. Immerhin. Ja. Wie ist das aufgegangen für dich? Es hat leider Untertitel gehabt, ich habe es gleich verstanden. Aber wenn du Eigenziehen hast, das nicht siehst, dann verstehst du es auch wie nicht. Also eigentlich. Das stimmt. Nein, auf Englisch schreien sie halt auch. Es ist zum Glück gar nicht so ein schwieriges Englisch gewesen. Ich habe dann eben so, wie ich es vorher erwähnt habe, mich dann gar nicht so darum kümmert um den Tag und haben wirklich erst eine halbe Stunde vorher gecheckt, dass das wirklich ein krasser Horrorfilm ist, den wir jetzt reinschauen. Und dann habe ich mir überlegt, also habe ich mir das schon mal gegeben, so einen Horrorfilm? Und dann habe ich herausgefunden, nein, das letzte Horrorstück, das ich geschaut habe, war irgendwie mit 12 gewesen, irgendwie daheim, dann haben wir Alien geschaut und das war hure schlimm. Aber das ist ja nicht Horror, das ist eher so ein Science-Fiction. Das ist schon gruselig. Aber mit so einer Prise-Horror. Ja. Und das war meine allererste pure Horrorfilm-Erfahrung. Und ich bin ehrlich gesagt froh, habe ich das mit dir erlebt. Und dann sind wir ja dann in diesem Kinosaal gesessen und ich bin so ein bisschen
ich bin so ein bisschen euphorisiert in das Ganze. Ich finde aber mega herzig, wenn ich komme bei David Meurer, weißt du, mit so einer grossen Packung von Nachos vor sich, mit dieser Käsesoße und richtig Freude gehabt, in diesem Kinositz innen zu hocken und geschnädert und gemacht und da richtig gute Stimmung ist. Wirklich gute Stimmung. Ich habe extra mir sogar überlegt, was ich anlege, dass es gemütlich ist. So. Das Was hast du angehabt? Ja, ich habe den gemütlichen Bulli aus dem Kasten genommen. Nein! So, der, wo ich gesagt habe, Flauschi-Bulli. Der Flauschi-Bulli, für wenn ich daheim auch gemütlich auf dem Sofa liege und Fernsehen schaue. Ich denke, ich mache es wirklich so, dass es mir gemütlich ist. Und jetzt die grosse Käsenachos müssen sein. Das hat mich dann aber gestresst, weil sobald ich gemerkt habe, wo der Film dann langsam angefangen ist, musste ich anfangen, leislich essen, weil ich gemerkt habe, der Mattu nervt sich ein bisschen. Dass ich die Nachos habe, weil... Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut ein David Meury ist im Kino. Das ist wirklich Jurassic Park. Aber wirklich. So nicht, wenn er trampelt. Ja, wirklich so wie er trampelt oder Nachos essen. Und das ist wirklich abartig. Ich habe wirklich selten so einen Mensch gehört, so laut Nachos essen. Was hast du gemacht? Ja, also ich habe einfach gefuttert. Also ich habe einfach müssen die Nachos reinbeigen, weil es ist eine mega grosse Portion. Ich habe natürlich wieder müssen die grossen nehmen. Ja. Habe ich natürlich für wieder... 83 Franken. Ich denke, also wenn schon Kino dann richtig... Das macht, denke ich, immer bei allem. Und auch im Kinofood, denke ich, das Grosse ist ja, es geht ja 2 Stunden, oder? Ja, gehst ja nur einmal ins Kino. Aber ja, und dann hat man wirklich... Dann macht nach man den wirklich 10 Minuten ist es schon fertig. Ich glaube, weil er gemerkt hat, dass es so laut ist, hat er nachher viel mehr reingestossen, dass es schnell fertig ist. Aber dann ist es einfach noch lauter gewesen. Exakt so habe ich es gemacht. Ich denke, kurz und schmerzlos. Und dann habe ich auch aufgehört, Käsesoße zu nehmen, sondern nur noch Nachos gegessen und dann habe ich noch so einen halben Topf Käse. Wieso? Das Beste hast du weggelassen. Das, was der Krach nimmt. Ja, genau. Der Käsesoße war der Juiciness und dann hat es nicht mehr so laut gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem halben Kessel Käsesoße? Was soll ich jetzt mit dem? Und dann habe ich gefunden, ach komm, ich habe einfach meinen Finger da erst getippt. Habe ich über links geschaut, ob der Mattu etwas gesehen hat. Hat es nicht gecheckt. Und dann habe ich einfach da wirklich... das ist immer, nachher, in der zweiten Hälfte des Films war es nur noch so gewesen. habe ich nicht gehört. Ja. Oh. Ja. Ab wann hast du gemerkt, also du hast gemerkt, vor dem Kino, es ist ein Horrorfilm. Ja. Ja. Das heisst, dein erster richtig Horrorfilm seit immer. Ja. Seid ihr nie früher so, ich würde jetzt nicht sagen Mütprobe, aber mir kommt auch nichts Besseres in den Sinn. Es sind Vögel-Horrorfilme. So Saw oder so. Blair Witch Project. Oder Jason Massacre in ja, Texas. Ja, und wie hat der geheißen, wo... wie ein nach dem anderen so ab. Ah, oh, das. Scream und. Wo der Tod kommt und alle kommen holen. Ja, oder da, wo alle Achterbahn fahren und nachher wirst eben, ja, Final Destination. Final Destination. Wegen Final Destination konnte ich im Fall nicht mehr heimlaufen können, wenn es windet. Ich kann mich immer, wegen... wenn der Tod kommt, ist immer so ein Windli gekommen. Bis jetzt kommt der Tod. Und ich habe wirklich zwischen 15 und 17 sicher nicht mehr allein heimlaufen, wenn es so. Also mindestens im Herbst, als es gewindet hat. Nicht mehr gegangen. Sehr gut. Also gestern an dem Tag, wo das Kino sind, hat es gewindet wie noch nie in dem Jahr. Horror! Ich habe bei wegen Final Destination kann ich auf der Autobahn auch nicht mehr so hinter Truckers fahren, wo so Baumstämme drauf sind. Ich immer das Gefühl gehabt, die Baumstämme kann so. Ja, oder ins Solarium. Ich kam niemals im Leben auf die Idee, ins Solarium zu gehen. Nicht, weil es nicht gut ist für die Leute, sondern wegen Final Destination. Wirklich? Die haben da so viele gute Sachen genommen. Du musst ja aber zum Beispiel hinter Baumstamm fahren. Beste auf der Autobahn. Also das grosse Problem war ja tatsächlich, dass ich alle diese Filme nicht kennt habe. Ich hatte ja das Gefühl, als ich in diesem Kino sah, dass ich ja, das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja nur ein Film. Es ist ja nur ein Horrorfilm. Schau, es ist ja, also, wie soll ich das anfangen? Bei Horrorfilmen gibt es ja so gewisse Strukturen, wie so... Moment kreiert werden, wo die Leute dann verschrecken sollen in diesem Saal. Und der Fakt, dass ich noch nie vorher einen Horrorfilm gesehen habe in meinem Leben, hat halt hervorgerufen, dass ich
auf jede einzelne Technik, die sie angewendet haben in diesem Film, wirklich reingefallen bin. Also egal, wie sie das aufgebaut haben, dass man verschreckt, ich bin immer maximal verschrocken, weil ich einfach, weil ich nicht gewusst habe, wie sie die aufbauen. Sie haben mich immer verwutscht. Jedes einzelne Mal haben sie mich verwutscht, wie ich verschrecke. Also 100%. Und irgendwann ist es mir dann ein bisschen viel geworden. Und da habe ich langsam... Also wie viel? Du bist zu fest verschrocken. Ich bin so oft verschrocken in dem Film. Wirklich wegen auch richtig dumme Sachen, wo man eigentlich dann so im Nachhinein denkt, ja, also rückblickend ist es relativ klar gewesen, dass das passiert. Also bist du so Leute am Kreischen über sie gewesen? Nein, ich bin einfach immer so, ich bin einfach immer so einen Satz hindern. Also wir sind schon ein paar Mal eben die ganze Reihe zusammengezuckt. Das, ja, aber ich... Am Ende bin ich aber auch verschrocken, weil die anderen verschrocken sind. Aha. Also es ist wie so, wir haben das so schon ein bisschen reingesteigert. Ja, ich bin eigentlich dann auch, wenn das passiert, bin ich meistens zweimal verschrocken. Einmal wegen dem Film und dann wegen dem Weltnatur, weil er dann auch noch verschrocken ist wegen der anderen. Es hat auch doppelt verschreckt. Längere Leitung. Ja, wirklich, ja. Und ich wirklich, es hat eine Pause gegeben, auch etwas Neues von mir. Ich war müde gewesen. In der Pause? In der Pause bin ich müde gewesen vom Verschrecken. Weil okay. Das einfach so fest, so energieraubend war. Ach Gott. Ja, es ist schon wirklich eine heftige Geschichte. Das klingt aber noch ein harter Film. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich muss lieber hocken in der Pause. Hast du nach dem Film neufst? Ja, ja. Yes. Ich habe dort gepennt. Ich habe erst heute wieder kennen. Nein, nach der Hälfte ist mir dann so langsam, es könnte auch ein bisschen mit den Nachos und den Käse zusammenhängen, aber ich glaube auch wegen der Aufregung ist mir dann... Weil du vielleicht zu wenig gebissen hast. Ich habe vielleicht zu wenig oft gebissen und zu oft verschrocken und dann ist mir ein bisschen schlecht geworden, so in der zweiten Hälfte. Weil es ist mir dann einfach ein bisschen unwohl geworden, weil dann im Film auch ganz schreckliche Sachen passiert sind von Leuten, die verbrennen und dann irgendwie so auftauchen plötzlich und schnelle Kamera wechseln und Leute, die kreischen und Bilder, die flüstern. Und irgendwann, so nach dem zweiten Drittel, ist mir dann wirklich so ein bisschen mulmig im Bauch geworden. Und dann habe ich mir kurz überlegt, soll ich jetzt vielleicht gleich schon... Soll ich jetzt gleich schon raus und vielleicht schnell einen Schluck Wasser holen auf der Toilette? Und da habe ich mir das lang, sicher 10 Minuten überlegt, ob ich das machen soll. Und dann habe ich gedacht, nein, sonst wird mir das am nächsten Morgen im Podcast vorenthalten. Also das dünn aufstehen von einem Schluck Wasser trinken. Du hast mir nach dem Film gesagt, du, ich habe fast über den Tisch gekotzt. Ja, aufstehen und ein Stück Wasser trinken. Ja. Denkst du einfach, kann ich sagen, ich muss auf das WC? Ja, ich hätte gar nicht müssen sagen. Ich hätte einfach rausgehen, ja. Frische Luft holen. Ich sage jetzt nur, look, Horrorfilm, für mich, intensiv. Sag doch das nicht. Bist du dumm? Es ist für mich aber eine Herausforderung. Ja, eine Herausforderung, aber, ja, aber es gibt noch so viele Horrorfilme, die dann wirklich, wirklich schlimm sind. Aha. Also noch schlimmer als das, was jetzt? Ja. Oh Gott. Das Gute ist aber, wenn du die ganz uralten Horrorfilme schaust, die sind ganz oft daneben nachher. Da passiert nicht viel, weil früher ist ja nicht so. Hat man noch nicht so können, so Vollgas geben. Ja, also ich möchte mich bedanken für die neue Erfahrung, Matto. ich stempel es ab als besucht. Bin aber dann so grundsätzlich, wenn ich jetzt könnte aussuchen zwischen ein Rom-Com. Exakt das wollte ich sagen. Ja. Romantische Komödie oder einen Horrorfilm würde ich jetzt vielleicht, wenn es nicht der Till Schweiger in der Rom-Com ist, würde ich vielleicht Rom-Com nehmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel der Schweighöfer spielt, wäre ich jetzt eher beim Mettler Schweighöfer dann. Aber ich habe es toll gefunden, hier mit dir wieder mal ein Kino zu erleben. Ich habe nicht gewusst, dass das dein erster Horrorfilm ist. Sonst hättest du noch viel mehr auf mich geschaut. Das hast du mir alles erst am Schluss nachher gesehen und ich habe fast ein schlechtes Gewissen gehabt nachher. Nein, nachher das musst du nicht. Dann habe ich David Möri so in die Dunkelheit müssen entlassen. Oh nein, allein heim. Oh nein. Und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, fuck, da kann sicher nicht schlafen, alle die Bilder kommen jetzt wieder, ploppen wieder auf irgendwann. Er hat Angst, irgendwie er verschreckt, Albträume, alles das Zeug. Und ich fand, nein. Ich hab tatsächlich einen kleinen Moment gehabt, um schlafen, aber es ist dann nachher gleich gegangen und ich habe einfach geschaut, ich habe einfach heute zweimal geschaut, dass die Tür abgeschlossen ist und die Fenster alle zu sind. Und dann ist auch, und einmal noch das Bett geschaut.
Okay, ich habe einmal unter das Bett gehört. Hey, das ist kurz. Voll legitim. Würde ich auch machen. Weil, also hast du mit der Taschenlampe nachher drunter gezündet? Oder? Nein, nein, nicht mit der Taschenlampe. Das hat, ich habe alles gesehen. Also es ist mit Licht an. Nein, ich habe nicht mit der Tasche. Einfach nur, einfach so. Aber geschlafen hast du gut. Ja, ja. Ich habe dann einfach... Das, weißt, ich hast du das Nachtlicht angemacht? Ich habe so mit dem Sternenhimmel. So der Sternenhimmel, ja. Genau, ja, genau. Ich hatte einfach so ein Glas Wasser aufs Nachttischli. Oder was ein hast du? Ein Messer daneben, dass du schweren kannst. Ich habe so Tim Bachs Licht. Ich so, man kann es schon, dass das noch ein hell war. Das ganz schwach kann man es machen. Also schau, es war so. Gewesen. Ich habe gedacht, ich kann eh nicht gerade einschlafen. Und dann habe ich einfach noch so ein bisschen chillt und so. Und noch ein bisschen YouTube-Videos geschaut und so. Und dann habe ich halt das Licht so ganz schwach gemacht. Und dann bin ich irgendwann müde gewesen. Und habe gedacht, jetzt mache ich das Handy weg und gehe pennen. Und dann ist das Licht noch so angesehen. Und dann habe ich einfach so gedacht, vielleicht ist das gar noch gut. Ja, so. Du siehst immer hin, wenn die Apple kommt. Es ist nicht bewusst, du bist jetzt zu faul gewesen, um das Licht abzustellen. Genau, ja, ja. Genau. Ja, ja. Das stimmt besser. Viel zu faul einfach gewesen. Hey, ich verstehe die Angst vollkommen. Das ist eigentlich, ja, das ist meine Geschichte vom... Verstehe ich. Vom Horrorfilm. Findest du das geil, Horrorfilm? Horrorfilme finde ich gar nicht geil, nein. Aber ich lüge schon gleich ein bisschen. Ich habe mich recht gesteigert von Albträumen bei X-Faktor zu ich gebe mir an Halloween, wenn Oktober in der Zeit, da habe ich schon ein bisschen Bock, so der Grusel zu fühlen. Aber die Soften, also wirklich so, ja. Ich habe, der letzte, den ich gesehen habe, ist Halloween, aber die ganz, ganz alten, und die sind eben voll soft. Ich kann sagen, ich habe einen Horrorfilm gesehen, aber... Das gehört wie zum guten Ton an Halloween selber oder so in Herbst. Ja, yeah, schon bei du musst ja irgendwie an der Grusel, die dich überall trifft, gewinnen. Ja, das sehe ich schon. Ich habe es einmal scheiße gefunden. Ja. Nein, ich will es nicht schlecht reden. Es ist, der Matthew hat mir das noch auch erklärt, wo wir dann heimgelaufen sind, Richtung Bahnhof, hat gesagt, es ist kein Film. Ich habe den Matthew gefragt, wie er es gefunden hat. Er hat gesagt, das ist keine Frage, die man stellt. Es geht nur darum, ob man sich genug authentisch können gruseln oder nicht. Ah. Und es muss gar nicht gut gewesen sein. Es spielt gar keine Rolle. Und Storyline scheißegal eigentlich. Ja. Ich glaube, an das muss man sich auch noch ein bisschen gewöhnen. Es ist wirklich egal. Es ist ein bisschen wie ein Porno eigentlich. Einfach mit Angst. Ja. Ah, auch nicht groß. Aha, ja. Ich habe nicht gewusst, was. Also wieso hat es die angemacht oder nicht, aber die Storyline ist eigentlich nicht so egal. Stimmt. Ja. Eigentlich wie egal. Jetzt verstand ich das. Und ich möchte. Jetzt verstand ich das Prinzip von Pornos. Und ich möchte trotz allem, ich möchte nicht, dass das mein letzter Horrorfilm war. mein letzter Horrorfilm war, den ich gesehen habe. Ich würde das gerne nochmal erleben im Kino, weil ich finde, erst ab dem zweiten Erlebnis kann man sich eine Meinung darüber bilden. So. Ja. Oder? Ich habe ja genug Trailers gesehen, wo alles noch stimmt, kommt. Es gibt ja noch ein paar. Tipptopp. Ich habe noch mega viel. Ich habe schon Angst gehabt. Ja. Der Mensch sind nur noch ganz schön, der Mensch sie am Anfang immer so, es kommt Werbung, dann kommen Trailers, dann kommt der Film. Und dann ist da, der zweite Trailer ist auch ein Horrorfilm-Trailer gewesen. Ist der Matthew einfach schon ab dem Trailer verschrocken. Perfekt. Einfach nur einen gratis. Aber der ist ein richtig guter Trailer. Ja, mega fest. Ich habe schon Angst gehabt. Du hast dann voll ein bisschen Angst vor Horrorfilmen. Ich habe mega Angst vor Horrorfilmen, aber ich lasse mich sehr gerne darauf ein. Aha. Und ich verstrecke mich auch sehr gerne. Und ich brauche das eigentlich wie so aus meinem Arbeitsalltag rauszukommen. Es reißt mich wie so aus meinen Excel-Tabellen-Planungsding. Genau. Das ja, dann bin ich nachher wieder normal. Du musst dich zuerst normal erschrecken und nachher kannst du in dein richtiges Leben zurückgehen. Ja. Aber ich schau, du hast dich wieder richtig. Ich muss mich wieder am Gestänge heben. Ja. Gestänge vom Studio. Das ist doch sehr, sehr gut. Was mir aber auch aufgefallen ist, abgesehen, dass David Möri sehr einfach zu erschrecken ist, Dummheit von unserer Redaktion. Ja, ist dir das wieder einmal neu aufgefallen? Es ist mir wieder mal neu aufgefallen. Und zwar haben wir ja ein Wochenende erlebt, wo, glaube ich, wirklich das erste Mal so ein bisschen wirklich sommerliche Temperaturen war. Mhm. Es war Zeit für kurze Hosen, im Park hocken, einfach ein bisschen draussen sein. Und es ist Montag. Und
der Neil fällt schon, weil er einen Sonnenstich hat. Es ist die erste mögliche Aktion. Es ist Aktion. Der erste mögliche ja. Tag. Und dann so, ich kann nicht arbeiten, ich habe mir einen Kopf weh und es tut mir alles weh. Und es ist wirklich so, heute haben wir mit ihm in die Apotheke gehen, Aftersun Creme kaufen, weil er einfach seine Beine so fest verbrannt hat. Total, voll Sonnenbrand. Und es ist wirklich komplett rot und der Rebi auch, der ganze Rücken rot. Und ich finde so, Freunde, Mann, mhm. Es kann doch nicht sein. Du kannst nicht einfach draussen hängen und das Gefühl, hey, es ist Frühlingssonne, hahaha. Ha, ha. Es ist doch so, wirklich. Er hat es mir erklärt am Dienstagmorgen, hat er mir erklärt, er hat gesagt, er habe im Kalender gesehen, dass noch April ist. Ja. Es gibt Menschen, die wirklich das zeichnen. Ich bin mal mit einer Kollegin auf Nizza gegangen und es war so April, gewesen, die Sonne war da, sind aber recht, wir gehen jetzt mal an den Strand jetzt sonnen. Und ihr Vater hat ihr gesagt, ah, Sonnencreme brauchst du noch keine, es ist erst April. Und er ist den ganzen Tag in der Sonne gebrünt und ist also nicht... Also gerötet, nicht gebrünt. Ja, irgendwas, wenn es so schon brühe wurde. Das war nicht der Strappkind. Das ist der Satz, den habe ich heute das erste Mal gehört und das ist immer so... Aber wenn man den hört, dann ist der Sommer eingeläutet. Ja, ja, irgendwann wird das schon brauchen. Ja, nein. Absolut. Nein. Ja, auf jeden Fall, man muss sich immer einschmieren. Egal ob April oder Mai oder ja. Juni. Oder Januar. Oder Januar. Ja. Also im Gesicht so oder so, immer 50. Egal, wenn, jeden Tag. Und so, also der Neil ist wirklich rumgelaufen, als hätte er den Wolf. Er ist so breitbeinig, er müsste laufen. Wir haben einen Teamausflug gemacht. Wir sind alle zusammen in der Apotheke mit dem Neil Aftersun-Creme posten. Und es ist wirklich so, wie dumm kann man sein? Ja, Frage. Du kannst jetzt erst mal kurze Hose anlegen und dann so das Gefühl haben, dumm, die dumm, die dumm. Ja, das ist wirklich sehr, also ja, sehr blöd, aber auch sehr cute. Wie, also ja. Dass es immer noch passieren kann. Es ist so herzig, Neil macht so viele herzig dumme Sachen. Ja, voll. Es ist blöd gelaufen. Ja. Trotzdem ist jetzt wieder gekommen und hat vielleicht nächstes Wochenende, je nachdem, das Wetter vielleicht nochmal eine Chance, um es besser zu machen. Ja, hoffentlich. Ja, aber dafür ist es wirklich einfach verdammt, zum rausgehen und zum Beispiel eben ein kleines Wandertür machen. Wie habe ich denn gewandert? Was hast du das Gefühl gehabt, wie ich wandere? Ich gesagt, ja, stimmt. Haben wir raus. Also ich muss ja dort davon, dass du mir die Wanderroute geschickt hast und ich die Wanderroute angeschaut habe. Können wir da gerade weiter vorne anfangen? Wie findet man eine Wanderroute? So, Internet. Gehst du einfach so, ich möchte heute wandern? Ja, ich hatte so das Gefühl, irgendwie haben wir am Freitag müssen arbeiten. Mhm. Wir beide, der David und ich. Und du weißt, wie ist, Freitag ist der freiwillige Freitag. Ja, also der freie Freitag. Wir werden nicht zahlt für das und eigentlich Freitag ist frei. Fair. Und wir haben beide müssen arbeiten und es war mega schön Wetter schon gewesen, und es hat uns wirklich angeschissen. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, jetzt sind wir halt am Freitag arbeiten, es ist halt so, Tompi, aber morgen muss ich raus. Mhm. Und dann eine Kollegin hat auch noch gesagt, hey, sie will auch gerne raus, irgendwie wandern. Und dann haben wir gefunden, hey, wandern, Kanton Zürich. Mhm. Ich bin okay, riesig. Können wir da nicht aus, also, ich komme ja aus dem Mittelland und nicht von Zürich. Die Bedingung war eigentlich wirklich, wir wollen möglichst kurz Zug fahren und einfach so schnell wie möglich raus und laufen. Ins Grüne aus der Stadt. Und dann gehst du das einfach ein und dann spucht das Internet irgendeine Wanderung aus. Genau. Ganz einfach. Und dann nimmst du einfach eine. Ja, genau. Und das haben wir dann auch so gemacht. Matthew, wir haben das jetzt so ein halb zusammen ausgesucht. Dann hat sie so drei Vorschläge ausgespuckt und dann haben wir dann den Matthew, ich habe am Morgen noch Sachen losgehabt, und dann hat man den Matthew dann am Mittag die Route geschickt, was dann final Wort ist, dann habe ich die angeklickt und habe gemerkt, bei ihm fährt die Wanderung auf dem Gipfel an. Also, es ist nicht mit auflaufen. Also die Busverbindung ist bis zum höchsten Punkt und bei ihm ist Wandern einfach runterlaufen. Und das sind wir beides erst halt, weil es war mega anstrengend Anreise gewesen. Ganz genau. Wie so umsteigen und so halt Postauto und andere Leute. Und dann musst du wie mal ja Du musst dich mal reinschicken. Du musst dich mal reinschicken. Du musst dich mal oben runterkommen vom Ganzen. Das akklimatisieren. Ja. Du musst wirklich mal ein bisschen sein. Genau. Und die Seele baumen lassen. Auch ein bisschen herausfinden. Matthew hat das grossartig gemacht, weil er hat dann in dieser Beiz sich auch im Wandervolk angeglichen. Du musst auch ein bisschen spüren, wie der Vibe dort so ist, wie man sich so benimmt als Wanderer und alles. Und dann hat er wirklich einmal zuerst 3 Stunden in dieser Beiz auf mich gewartet. Dann hat er mal einfach das ganze Programm abgeschaut. Bratwurst mit Zwiebelsauce. Also wirklich schön urchig. Eine halbe Rosé. Oh. Und ich, muss nie Essen nehmen, habe so eine Zitronensorbet mit Wodka genommen. Also was man halt so nimmt in so einem Berg. Also normalerweise machst du das eben am Schluss, aber der Matthew hat gefunden, du kannst ja am Anfang und am Schluss machen, oder?
Total smart. Genau. Und dann sind wir, irgendwann sind wir dann losgelaufen. Es war irgendwie vierig. Ja, es war irgendwie vierig. Erst. Sind wir dann los. Ja. Also du bist recht spät zur Wanderung erst dazugekommen, ja? Nein, ich bin halt dann auch noch ein Stündchen schauen, wie wir das so richtig machen. Ja, müssen auch noch die Karte durchprobiert. Um 3 ist er dazugestossen. Und um 4 sind wir. Um 4 haben wir gesagt, langsam vor die Sonne runter. wir müssen noch runterlaufen. Genau. Wir müssen uns in Asien, so schnell. Das ist super gegangen. Ja. Hey, und dann ist dann haben wir den Weg mal unter unsere Füße genommen und dann, der Matt ist eigentlich so gekommen wie immer. Also er hat seine Turnschuhe angehabt, die er auch in der Stadt im Ausgang anhat, seine immer gleichen Jeans und den Wanderpullover. Keine kurze Hose? Nein, ich habe gedacht, wenn wir vielleicht länger noch unterwegs sind, habe ich nachher kalt. Ich habe auch aufgegrillt. Und mir hat es angeschissen, noch Hose mitzunehmen. Genau. Der Möri hat stylisch hat so 4-5 Hosen gemacht. Ja, okay. Ja. Das Ding ist, also die dritte Kollegin, die auch dabei war, sie hat das Memo nicht ganz richtig gelesen und hat gedacht, wir können richtig wandern. Und hat dann auch das Gefühl gehabt, sie nimmt jetzt den Wanderrucksack mit und hat am Morgen ein Proviant gemacht für eine 6-stündige Bergwanderung. sie hat sogar Eierherd gekocht. Das ist wer nimmt gekochte Eier auf eine Wanderung mit? Das finde ich immer komisch. Wenn sie im Zug so gekochte Eier essen. Ja. Da muss ich ohne Mayonnaise und nichts. Einfach nur gekochte Eier. Gekochte Eier. das ist aber herzig. Ich habe super gefunden. Ich muss ich im Fall ja. Scheiß gegessen? Ich habe mindestens eins gehabt. Aber zu dem wird ich kommen. Wir sind ja dann, wir haben die Wanderung dann wirklich angerissen und sind dann, ich sage jetzt, runtergelaufen von dem Hügel, wo man auch irgendwie in 5 Minuten im Bus da oben war. Sind wir runtergelaufen und dann sind wir also viel zu schnell drunter gewesen. Barbara Meuri Nachspielzeit. Präsentiert von der 60-Grad-Wisch. Mehr als 40, weniger als 90. Also wir haben ja wirklich einmal umgekehrt und wir sind ab dem Berg wieder drunter gewesen. Also ist das wirklich so einen guten Wanderzug drauf gehabt? Ein Bergschritt? Natürlich jetzt einfach. Oder weil es nicht so hoch, nicht so lang. Ein bisschen beides. Und wo wir halt drunter gewesen sind, haben wir wie so gemerkt, wir haben ja gar keine Picknickpause gemacht. Wir haben ja gar nicht, Ihr habt ja oben auch schon gegessen gehabt. Und dann haben wir da unten gedacht, ach, ja, ehrlich, sind da gar noch nicht Hunger gehabt. Ach komm, wir müssen ja noch eine Picknickpause machen. Und dann haben wir einfach eigentlich unten, eigentlich schier neben der Bushaltestelle, hat es einen Sportplatz gehabt. Und dann sind wir eigentlich einfach auf dem Sportplatz gesessen. Rechts und links hat es so ein Teenager gehabt, die geshootet haben. Und wir haben sie wahrscheinlich voll genervt, weil wir da mitten auf dem Ding sind und da gefunden haben, dass wir Pause machen. Und dann haben wir uns das Picknickdeckel aufgemacht und haben dort eigentlich auf dem Sportplatz ab dem Ziel haben wir dann noch den picknickt. Du hast schön gekochte Eier gegessen. Und der Matt ist wie so der Coole in der Klasse, der dann die Boomboxen noch dabei hatte. Ich habe ein Böckchen mitgenommen. Sehr gut. Ja, mega cool. Hat er dort seine 2000-Playlists laufen und dann haben wir dort eigentlich einfach noch kurz Pause gemacht. Und dann die Jungen haben mitgesungen. Die haben es auch cool gefunden. Ob jetzt das gut ist oder nicht? Also die Jungen, ja. Was sind coole Jungen. Und ich habe einfach gemerkt. Ja, so Schütterlers halt. Schütterlers. Die Jungen, die jetzt in der Sekundarschule sind, sehen jetzt wieder gleich aus, wie damals, wo wir wahrscheinlich in der Sekundarschule sind. Also sie haben wieder den Style angenommen von dem, aus dem wo Alter, wo wir schon durch sind, aber wo wir auch mal festgesteckt sind. Das ist lustig. Die werden nur merken, dass es so ist. Das war fast ein bisschen weird, wo du gesagt hast, die Frauen laufen wieder so um, wie die Schüler, die ich sie heiß gefunden habe. Ich habe das nicht so. Entschuldigung. Das ist ein bisschen leicht so. So halb sabbelnd. Ja, wirklich. Aber so. Das habe ich nicht so gesagt. Genau so hat es getönt. So hat es vielleicht getönt, ja. Aber ich habe es nicht ganz so formuliert. Ja. Auf jeden Fall, ist dann die Wanderung eigentlich dann so in einer Stunde ist dann die eigentlich durch gewesen. Jetzt sind wir wieder im Bus gewesen, Richtung Stadt. Und dann habe ich mich auch langsam wieder anfangen wohlfühlen. Wieso hast du dich nicht wohl gefühlt? Ich habe mich schon immer wohl gefühlt. Und wieso bin ich komisch gewandert? Das hast du auch immer noch nicht beantwortet. Ah, stimmt. Ja, klar. Das habe ich vergessen. Also, das war auch nicht so eine lange Phase. So viele Fragen. Wir sind ja nur eine Viertelstunde gelaufen. In dieser Viertelstunde gelaufen. Also du bist... Ich,
ich habe das Gefühl gehabt, du hast nicht so geschätzt, wo wir durchgelaufen sind, weil es wäre mega schön gewesen. Es hat so Bienenhäuschen gehabt, es hat Kühe am Wegrand, ein frisch gemähtes Gras. Ja, aber sorry, Möri, du bist wirklich wie der grösste Boomer. Es gibt doch einfach immer die Menschen, wenn eine Kuh tot ist, und sagen sie, schau, eine Kuh. Und der Möri ist einfach das. Alles, was er sieht, muss er kommentieren. Ja, und schau, ein Bienenhäuschen, schau, ein Baum, schau, eine Kuh. Ja, Bro, ich sehe es selber. Und du bist irgendwas, wenn es so sieht, ich sehe es selber. Du hast einfach nicht, ich bin dann manchmal so ein bisschen am Wegrand stehen geblieben. Ich habe ein Blümchen gepflückt. Ja. Ich habe ein bisschen versucht, irgendwie auch ein bisschen zu interagieren mit der Natur. Es ist... Wir sind wie? Da sind wir an einem... Wie tust du mit der Natur interagieren? Da sind wir an so einem Weiler vorbei, an so einem Örtchen, wo so 8 Häuser stehen. Und dann sind wir so durch so eine Strösel durchgelaufen, wo links und rechts so ein bisschen Gärtchen und Häuschen hin. Und dann sehe ich so einen Mann und dann schaut er mich auch so an und so. Und dann sagt er mir zum Beispiel, ich habe versucht, mit den Leuten auch vielleicht von diesem Ort ein bisschen zu interagieren. Mit den Einheimischen? Mit den Einheimischen. Ja, ja. Und dann kommt zum Beispiel auch... Weird. Das ist auch so ein ganz lustiger Moment gewesen. Dann sind wir so dort runtergelaufen und dann schaut er mich so an und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er hat so Gefallen gefunden an dem Wandertrüppel und dann ist er so einen Schritt auf uns zugekommen. Du hast ihn einfach angestarrt und es war einfach eine komische, eine weirde, cringy Situation gewesen. Ja, und niemand hat gewusst, was sagen. Und so, und ich habe dann so vielleicht... Erst etwas komisch sagen. Und seid ihr euch am Wandern? Ja, wirklich, genau so. Und der David Möri hat gerade so, ja, was, das ist mega schön da. Ja, ich habe ihn in seinen Garten reingeschaut, das ist ein Einheimischer gesehen, habe ihn in seinen Garten reingeschaut. Ohne der hier. Cringe. Und dann schaut er mich so an und dann schaut und dann sagt er so, haben Sie die Mauer gesehen? Und ich so, was für eine Mauer? Und dann habe ich so die Mauer angeschaut und dann schaue ich so den Matthew an und dann schaut sie mich einfach so entsetzt an und in seinem Kopf passiert so, framet sich so der Satz, fang jetzt nicht an mit dem Harry. Und ich so, genau das mache ich. Und dann so, was für eine Mauer denn? Und dann hat er auf seine Mauer gezeigt. Und dann habe ich... Er den Laden runter. Und du bist so, nein. Du musst doch nicht mit Fremden die ganze Zeit reden. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, dass der seine Gartenmauer selber gebaut hat. Das war so ein Heimwagen, gewesen, was seine Mauer... What a story. Aus Trash. Er hat sein iPhone in die Mauer reinbetoniert. Wow. Er hat wirklich immer einen schönen Stein gehabt und dann hat er Mörtel dazwischen gekittet. Und dann hat er immer zwischen den Mörteln so Sachen reingesteckt, die so nicht reinpassen. Zum Beispiel eben sein altes Handy hat er drinnen gehabt. Raffiniert. Bierdeckel hat er drin gemacht. Wow. Er hat Scherben hat er drin getan. Eine Uhr hat er drin getan. Eine Wasserhahn. Du bist aber recht informiert. Ein Modellschiff. Jenna, es ist so lang gegangen. Und ich musste mich ablenken. Der hat im Fall so... Nonsens mit dem Dude einfach erzählen, du glaubst es nicht. Du warst gleich lang mit dem Dude am Reden gewesen, wie er ganz wandern ist. Gegangen. Ja, wir sind wirklich die Hälfte, dass wir haben die Mauer angeschaut. Und ich möchte dir also grundsätzlich, und ich habe es eine mega Bereicherung gefunden, muss ich ehrlich sagen, und ich möchte dir mitgeben, Matthew, vielleicht schau doch bei der nächsten Wanderung, die wir machen, schau doch noch ein bisschen rum. Also es ist ja jetzt nicht nur... Jetzt mit den Einheimischen reden? Es ist ja nicht nur das Handy und die Karte drauf und wir müssen von A nach B laufen. Das ist nicht Wandern. Wandern ist, ich habe den Blick weit, ich habe den Blick raus, vielleicht so über den nächsten Stein raus und wir genießen das, was auf uns einwirkt. Aber ich will doch nicht mit irgendwelchen Rando-Aussteiger-Impfverweigerern über ihre Handys reden, wo sie irgendwie ihre Betonmauern eingemauert haben. Ja, vielleicht war jetzt das Level 2 gewesen. Da bin ich jetzt halt schon. Dass man vielleicht auch das machen aber erfahrene Wanderer. Ja, okay, wirklich, dass man auch, ja, wirklich so. Dass man auch irgendwie vielleicht die Kultur ein bisschen spüren von Leuten, die auf der Schattenseite von der Stadt Zürich wohnen. Schau, es mag sein, dass es dich nicht angesprochen hat. Ich habe jetzt auch noch nicht gefunden, dass das eine Mauer ist, die ich brauche in meinem Leben. So. Also hast du ihm etwas vorgegaukelt oder hast du die Mauer wirklich geil gefunden? Nein, ich habe es einfach... Hast du Fotos gemacht? Nein, einfach das so, dass er ein gutes Gefühl bekommt. Ich wollte, dass er ein gutes Gefühl bekommt für seine Mutter. Siehst du, das war eine reine Zeitverschwendung, ja. Einfach nur für uns. David Möri hat einfach diesem Weirdo gefallen und etwas machen. Und ich war so nebendran, Und dann haben wir das auch können. Und dann sind wir auch wirklich 4,5 Minuten später in dem Bus gesessen und wieder zurück in die Stadt, wo wir dann wieder können. Ich glaube, der Matthew braucht im Fall einfach wirklich ein paar Junkies und Weirdos in seinem Bus, dass er sich wohlfühlt. Du bist mein Junkie. Mein Weirdo. Ja, also der Weirdo fix. Ja, wirklich. Ich brauche mehr Weirdos. Ich habe es genossen mit dir am Wochenende. Ja. Ach, das ist doch schön.
Unsicher. Ich sehr unsicher. Ja, was lernst du jetzt für deine nächste Wanderung, Mattu? Ich nehme dich das nächste Mal mit. Dann bleiben wir einfach nur mit den Beinen und gehen mit dem Bus wieder runter. Ja, nein, weißt du, wenn ich mich das schon so weit begebe, in einen Wandermut oder in einen Ort, wo man gegen wandern zu kommen, dann will ich es dann durchziehen. Ja. Aber es gibt einen Gipfelwein. Eben, den habe ich auch gehabt. Das ja, ist schon so vorher einfach. Ja. Ah, nein, ihr seid ja schon oben, ja, ja, logisch. Ja. Ja, stimmt. Super, alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Danke vielmals. Sie ist David Möhrig. Sag ja nicht, dass alles falsch war. Ich sage nur, mach deine Augen auf. Sei offen für die Welt. Gut, wo sind wir noch gewesen? Ich habe da so viele Sachen. Ja, wir haben wirklich auch 100 Sachen aufgeschrieben heute. Ja. Wirklich. Ich habe auch wirklich das Zeitgefühl verloren. Ich weiss nicht, ob Tag ist, ob Nacht ist. Ob was hast du das Gefühl? Wie weit sind wir schon drin? Ich glaube, jetzt haben wir... Ist Barbara Nachspielzeit schon gekommen, oder nicht? Ich glaube, es kommt in diesen Minuten. Nein, schon lang drüber. Wirklich? Ja. Lang drüber? Also, wir sind schon über eine Stunde, ja. Ja, aber dann könnten wir... Oh, ich habe einfach gar kein Zeitgefühl. Ich habe jetzt gesagt 20 Minuten. Was? Eine Stunde? Hä, hey, aber Jenna, du hast ja... Allein schon haben wir 20 Minuten über deine Katze gespielt. Ja, gell, aber gehört eben Zeitgefühl, gell, heute nicht da. Ich habe gedacht, heute machen wir einen kurzen, nicht so lang. Aber können wir noch zwei Themen im Köcher? Also gut, der Till, der Drogendealer. Unbedingt. Das Ding ist aber wirklich so, der Till, ich weiss nicht, ob den schon ein können. Der Till macht normalerweise, macht auch unsere Grafiken. Er schaut, dass eigentlich alle diese Sendungen, dass die im Fernsehen laufen, dass die irgendwann hindurch richtig verknüpft sind mit irgendwelchen Sachen. Er erklärt es mir aber jede Woche. Ganz ehrlich gesagt, ich lasse mir nicht so richtig zu. Und es ist so wirklich so, er lässt das irgendwann an und er bekommt das im Fernsehen. Das ist es dann auch. Kostüme besorgt er nicht, Requisiten. Also er macht einfach den komplizierteste YouTube-Upload, den man kann haben. Ja, so. Genau. Und ich finde aber, wie auch der Till ist jemand von uns im Team, wo, das habe ich auch schon gesagt, ein ungeschliffener Juwel ist, wo man auch wirklich auch teilweise kann vor die Kamera ziehen kann. Und die Russen, der Till, der macht Theater. Also ich glaube, er könnte da wirklich am besten Schauspieler von uns. Mhm. Und ich habe so gefunden, hey, wieso versteckt man so einen jungen, talentierten Burst in Rollen wie Leichen oder hinter einer Maske? Komm, ich gebe dem mal eine Chance aus Drogendealer. Und er war der Einzige, der Zeit hatte? Nein, ich habe gesagt, komm, ich springe über meinen Schatten, ich tue jetzt hier auch mal mit Rookies, Greenhorns, Newbies arbeiten, ja. Braucht ein bisschen mehr Zeit, ich muss ihn ein bisschen an der Hand nehmen, aber wir machen jetzt das. Und das Ding ist im Fall, ich habe das Gefühl, ich glaube, während dem Drei ist irgendwann mal die Bulle gekommen, weil sie das Gefühl hatten, das ist glaub, wirklich ein Dealer. Der ist so in seiner Rolle aufgegangen. Der hat das, wir sind auf der Becki, also in dem Dealer-Hotspot von Zürich sind wir drehen. Und glaub, es sind glaub, wirklich Leute zu ihm wirklich gefragt, ob sie etwas rauslassen können. Er hat das so gut gemacht. Ich glaube, im Fall. Wirklich? Und das Ding ist eben auch so. Wir haben auch noch für, also dass es ja wirklich alles so ein bisschen authentisch aussieht, dann tun wir auch keine Mühe und Kosten da schüren. Wir haben so einen grossen E-Scooter, wo so kannst. Richtig so cool. Der mit den breiten Reifen. Der, der so ein bisschen aussieht wie ein Batmobil, aber auf Wish bestellt. Also wirklich so ein kleines Miniatur-Batmobil. Das haben wir wirklich organisiert. Mit der Breite, wo man sich so ganz breit muss heben. So oder hoch. Hoch und breit. Breit. Hockst du eigentlich wie so auf so einer Mili-Harley. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Gefährte durch die Stadt sehe, Rollen, habe ich immer das Gefühl, das sind Fix-Drogendealer. Ah, das sind alles immer. Ja, das ist die Uniform von denen. Fix-Drogendealer. Darum habe ich gefühlt, wenn der Thiel einen Drogendealer spielt, dann braucht er so einen Pferd. Absolut. Und das Ding war auch so, es war völlig Legende, wir sind so an die Rollerverkaufs-Ding gegangen und dann kommst du schon mal dort hin, bekommst mal ein Käfeli und was macht ihr und weiss auch nicht was. Und dann haben wir wie von der Vermietungsstation hat man müssen an drei Stationen fahren. Und ich habe wie so gefunden, okay, Till, hey, dass du dich schon mal so ein bisschen einspüren und machen und tun. Hey, nimm doch du gerade das Gefährt mit von A nach B. Dann weißt du, wie es funktioniert. Was ich vergessen habe, der Till hat ja gar kein Autobillett. Brauchst du aber gar nicht. Brauchst du nicht, aber es ist ja trotzdem, musst du ja, also logisch, du musst ja ein bisschen
das Gespür haben für den Verkehr. Du musst ja die Regel einfach kennen. Ja, ja, aber das ist ja beim Velo auch, vorher. Ja, Hilfe ja, kein Velo. Aber das ist wie so. Und ich habe dann wie so gemerkt, oh Gott, wo der abgefahren ist, da hat man wirklich so, weißt, mit den Füßen so beide vorne am Boden. Und wirklich so, du hast ihm wirklich so Panik in den Augen, oh nein, angesehen. Aber er hat es natürlich, er hat es nicht zugegeben. Okay. Aber es war wirklich so, gewesen, oh ui, Gott, ui, ui, es ist jetzt wirklich sehr, sehr unangenehm für ihn. Ich habe ihn glaub, gerade ein bisschen zu fest, das Küken gerade ein bisschen zu fest in eine, ins Wasser gestoßen. Ja, 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 ja. Aber er hat es nachher dann können. Oh Gott. Mit Panik in den Augen. Aber er hat es nachher dann sehr gut. Hör verschwitzt dann. Ja, okay, okay, können wir anfangen. Ich muss heim. Kannst du noch einen Directors-Cut machen? Ein kleiner, herziger Überlegungsfehler war. Ich hätte gerne eine Version von dem Video, wo du eigentlich immer das Material zusammenschneidest, das du jetzt für die Hauptsendung rausgeschnitten hast. Einfach immer all das zwischen den Sachen, die man brauchen kann. Weil dann würde ich sehen, wie der Till auf das Ding aufsitzt, wie er es abbringt. Dann haben wir die Kameras noch nicht angehabt. Wir haben natürlich wie das noch nie. Ja. Dann haben wir die Kameras noch nicht laufen. Wir bräuchten ab jetzt ein zweites Kamerateam für so einen Moment, wo behind the ein Doku-Team. Ja, behind the scenes. Bei jedem einzelnen drei. Ach Gott. Nein, aber es war sehr, sehr lustig. Aber sind wirklich Leute gekommen, Gras kaufen? Also haben die Leute wirklich gemeint, er ist ein Dealer? Till wäre doch kein Grasdealer. Schau mal, der Till hat auch für Grösseres bestimmt. Ja, also wie denkst du, sehen Grasdealer aus? Ich habe letztens im Fall einen Deal beobachtet an der Langstrasse. Habe ich tatsächlich meinen ersten Deal, den ich beobachtet habe. So cringe, das ist so eine. Und kein Aktenkoffer, kein Briefkasten. Es ist eine Sporttasche. Ist es. Ui. Es war eine schwarze Sporttasche. Und warum ich das erzähle, die Person hat zu 0% ausgesehen, wenn er die. Also wirklich. Pikfeine Haare, wie schön geschnitten. Wie stellst du dir einen Dealer vor? Ja, einfach so ein bisschen, weißt du, so gerade schon ein bisschen genug erlebt, für das man das macht. So, dass man das Gesicht so zeichnet, so verbraucht, so zeichnet. Also doch so wie ein Till. Nein, ich finde nicht, dass der Till verbraucht aussieht. Ich finde, der Till sieht einfach gut genutzt aus. Also einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Unsicher. Einfach, nein, der Till hat schon vieles erlebt, aber noch nicht alles. Weißt du, was ich meine? Und die Dealer sehen meistens so aus, als ob sie schon alles erlebt haben. Ja. Und der Dealer, den ich dort beobachtet habe, anfangs Langstrasse, ist für mich so ein bisschen wirklich auch in der Liga vom Till gewesen. Einfach so wirklich ein bisschen weirdo, aber nicht so. Aber irgendwie. Du könntest ihm auch wirklich einen Job geben, wo du sagst, mal, der könnte jetzt morgen auf die Bank arbeiten. Also bist du mit dem Dealer reden, wie du mit dem weirden... Nein, ich habe Angst gehabt, ich muss auch... Mit dem Mauer-Dude bist du reden? Nein, ich bin dann... Oh, was verkauft denn ihr hier? Ich habe dann die Strassenseite gewechselt und bin dann auf die Bank. Angst gehabt? Ich habe ein bisschen Schiss gehabt. Ich wollte nicht... Also was Schiss gehabt? Ich wollte drin verwickelt werden in den Deal. Ah, oh, Mensch, wenn jetzt ein Zivilbund... Ja, plötzlich bist du zur falschen Zeit am falschen Ort und plötzlich bist du selber Dealer. Ich habe das Gefühl, das geht schnell. Einmal die Strassenseite wechseln. Auf jeden Fall... Ich wäre gerne mit dir gewesen, wie du dich mega daneben benommen hast und mega auffällig daneben benommen hast, weil du so Angst gehabt hast, sehr wahrscheinlich. Ich will nur mit dem sagen, der Till wäre für mich schon ein Kaliber von einem Dealer, wo ich jetzt könnte sagen, der macht die grossen Geschäfte. Der Till kann eben eiskalt... Liegen. Ja, so eiskalt spielen. Ja, ja. Ist ein Schauspieler, ja. Und ja, und dann du kaufst ihm wirklich ab. Ja. Ja. Hey, die sehen es am Sonntag in unserem neuesten Video. Ich bin so gespannt. Eine Puff-Parodie. Also, eine Tough-Parodie. Puff, weißt du, wegen Rauchen und so. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ja. Ich bin gespannt, auf was kommt. Wieder mal eins, wo ich da in einem Produzen. Ja, was haben wir noch? Ah, ich habe immer noch eine Geschichte, bevor ich noch bei dem Tierarzt bin. Willst du die jetzt erzählen oder willst du die als erste für nächste Woche? Die ist, ich habe das Gefühl, die ist ein Evergreen. Ja, ja. Oder? Also, die nehmen wir immer kannst erzählen. Eine, die immer kannst erzählen. Da fühle ich mich aber trotzdem nur halb gedebrieft. Ja, aber wir wissen halbes. Sicher, dass das nächste Mal nachher dann besser ist. Genau. Ich könnte auch ausnahmsweise 4 von 5 Sternen geben für die Performance. Nein. Was? Du akzeptierst nur 4 Sterne? Nein, ich könnte auch 5 geben. Aber ein halbes Debriefing ist auch 1. Das ist auch... Ja, 2 halbe ist 1. 4 von 5 Debriefing. Ja. Schon easy, oder? Ich finde ja. Schicken wir das dann zu. Ja. Also. Dann schicken wir euch da in die nächste Woche.
Abgemacht. Tönt euch eingrämen. Oh ja, ganz unbedingt. Weißt du, wieso euch vor allem? Weil die Haut altert enorm fest, je mehr dass du dich der Sonne aussetzt. Ja. Das heisst, wenn du dich täglich isst, vor allem im Gesicht, wirst du länger nicht alt, also Falten und so. David. Ja, ich mach's. Ich mach das ja. Ich bin ja auch am Montag. Das stimmt. Also es ist, liegt ja wirklich, und ich bin ja den ganzen Tag in der Sonne gelegen, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber hast du ein Kappi angehabt? Immer ein Käppchen, immer genug Wasser, immer hydriert und mit Sonnencreme. So muss man es machen. Gut, schöne Woche. Danke. Tschüssi. Vielmals. Habt einen schönen. Habt einen schönen. Schönen was? Schönen Hinnich. Debriefing.